Dein Liebesimpuls der Woche von diesem wunderschönen Ort aus dem Buch 100 Krisen meistern. Finde dich selbst, wenn du es noch nicht hast, solltest du es unbedingt dir besorgen. Kam da gerade jetzt irgendwie so ein Blitz, das ist ja verrückt. Hier ist nämlich nichts an Sonne und Schatten. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, also das war gerade verrückt. Lass dich nicht von deiner Angst beherrschen, sonst beherrscht sie dein Leben. Angst ist überall und allgegenwärtig, besonders wenn wir uns umschauen in dieser Welt. Wenn wir an verschiedene Dinge denken, wie Krieg, Zerstörung und all das. Ich will gar nicht konkreter darauf eingehen, aber es gibt noch viel andere Ängste, die allgegenwärtig sind. Also selbst wenn du den Fernseher ausmachst, gibt es zum Beispiel Ängste, was mit deinem Geld angeht. Hast du genügend Geld? Wie kannst du dir mehr Geld kreieren? Wie kannst du raus aus dieser Angst kommen, damit du dir überhaupt erst mehr Geld kreieren kannst? Welche Wahlen kannst du treffen, damit du dir mehr Geld kreieren kannst? Zum Beispiel im Programm zu kommen, in Erfolgsmacher oder in Mentoring. Was kannst du tun, um diese Angst zu verlassen? Natürlich mache ich das auch mit unbewussten Blockadenlösen. In den Mentorings lernst du es sowieso, eben deine eigenen Ängste, die unbewussten Ängste auch zu entdecken und auch loszulassen. Was sind noch Ängste, die dich verhindern können, reich, glücklich, fröhlich, lebendig zu werden? Zum Beispiel Liebeskummer, wenn du schlechte Erfahrungen in der Liebe gemacht hast, wenn du schlechte Erfahrungen im Berufsleben gemacht hast, wenn du schlechte Erfahrungen mit Geld gemacht hast oder mit Menschen, die Geld haben. Das sind alles Dinge. Erfahrungen mit Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen. Wir haben so viele Ängste. Eine ganz beliebte Angst ist auch die Beziehungsunfähigkeit, die Bindungsunfähigkeit. Da wird es auch das nächste Buch drüber geben. Deswegen bin ich auch hier, um den Startschuss und hier zu schreiben dafür. Also, befreie dich von deinen Ängsten. Schau mal, welche Ängste hast du. Kontrollier mal, überleg mal, wo hast du noch Ängste, wo fühlt es sich eng bei dir an, wo fühlst du dich nicht geliebt, verstanden, missachtet. All das ist ein Ausdruck, wo du Ängste, Sorgen hast. Und dann löst diese Ängste auf. Ist das wirklich wahr? Bist das wirklich du? Oder kannst du anders sein? Kannst du diese Ängste einfach vergessen oder kannst du anders leben, dass du dich nicht auf diese Ängste fokussierst? Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel von den Nachrichten nehmen, dann schalt den Kasten einfach aus. Da ist es ganz, ganz einfach, sich von diesen Ängsten zu befreien, wenn ein Weltuntergangsszenario. Es bringt dich ja nicht weiter. Es kreiert nicht mehr von dem, was du dir wünschst, wenn du dir diese Sachen anschaust, sondern sie machen dein Energiefeld niedriger, du fühlst dich schlecht. Wenn du dich schlecht fühlst, hast du immer ein niedriges Energiefeld. Wir sind Frequenz. Von niedrig bis hoch schwingend. Und Liebe ist natürlich höher schwingend. Also Angst ist niedrig schwingend. Geh aus diesen Energiefeldern raus und gib dich mit Dingen, die dir Freude bereiten. Mach schöne Dinge für dich oder hör Musik. Deswegen reagieren wir ja auch so leicht auf Musik, weil das natürlich auch Schwingung und Frequenz ist und wir sind auch Schwingung und Frequenz und deswegen vibriert dann unser Körper auch und wir wollen tanzen, weil dieser Impuls der Musik etwas mit uns macht. Also vielleicht hörst du dir jetzt ein Musikstück an, was dir gefällt und gibst so deinem Körper neue Energie, neue Innerkraft, neue Schwingung und kommst auf ein höheres, freudiges Bewusstsein, auf eine schönere Frequenz. In dem Sinne, guten Start in die neue Woche mit dem Buch 100 Krisen meistern, finde dich selbst.